Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Birgit von Kreativstempel und ich möchte euch heute ein bisschen über unser Teamtreffen berichten. Das Teamtreffen von meinem Team Kreativstempel, welches am letzten Wochenende stattgefunden hat. Ja, nach einem Jahr konnten wir uns endlich einmal wieder vor Ort treffen. Das letzte Teamtreffen und auch unsere Weihnachtsfeier mussten wir ja per Zoom veranstalten. Das war zwar auch schön, aber vor Ort ist natürlich immer etwas anderes, sodass wir vergangenes Wochenende uns endlich einmal wiedersehen konnten. Ein Großteil meiner Teammädels war also hier bei mir in Retzbach. Und zwar, ja, konnten leider nicht alle dabei sein, aber ein Drittel meiner Teammädels war also hier. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, alle mal wiederzusehen. Es waren auch dieses Mal ein paar neue Mädels dabei, die ich noch nicht kannte. So konnten wir uns einmal persönlich kennenlernen. Das war wunderschön. Wir haben hier ein wunderschönes gemeinsames Wochenende verbracht. Und zwar hier bei mir im Ort gibt es ein kleines Hotel, das Hotel Vogelsang, und dort hatte ich einen Saal gemietet, so dass wir ausreichend Platz hatten. Ja, wir haben natürlich die 3G-Regeln eingehalten. Vielen Dank nochmal an meine Teammädels, dass das alles so reibungslos funktioniert hat. Und ich werde euch jetzt ein bisschen berichten von diesem wunderschönen Tag. Ein Teil der Mädels kam ja von weiter weg. Meine Teammädels sind in ganz Deutschland verteilt, auch in Österreich haben wir ein Mädel dabei. Und so war es natürlich dann auch so, dass ein paar übernachtet haben, sodass wir also am Sonntagmorgen auch noch gemeinsam frühstücken konnten. Ja, ich werde euch jetzt ein wenig von unserem Tag berichten. Bleibt also dran und ja, genießt einfach die wunderschönen Bilder und die Eindrücke. Yeah. What's up, everybody? You feel this beat right here? Yeah, yeah. Here we go. Hey! We about to stamp this out. Natürlich haben wir bei unserem Teamtreffen ganz, ganz viel gebastelt. Das gehört dazu. Dieses Mal war unser Thema Scrapbooking, also alles rund ums Albenbasteln und was so dazu gehört. Wir haben drei wunderschöne Projekte gewerkelt. Und zwar haben wir ein kleines Mini-Album gebastelt. Dazu hat unsere liebe Kira die Anleitung erstellt. Vielen herzlichen Dank nochmal an dich, Kira. Als zweites Projekt hatten wir ein Leporello in einer Geschenkverpackung. Das hat unsere liebe Carina erstellt. Vielen Dank auch nochmal an dich, liebe Carina. Und ich habe dieses Mal ein Layout in A5 für meine Mädels vorbereitet und das haben wir dann gemeinsam gebastelt. Ja, und so konnten meine Mädels an diesem Tag ganz viel Wissen rund um das Thema Scrapbooking, Mini-Alben werkeln und Layouts mit nach Hause nehmen. Schaut euch die schönen Projekte an. Es war wirklich ganz, ganz toll und hat viel Spaß. If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you... Zu einem Teamtreffen gehört es natürlich auch, einen Swap-Tausch zu machen. Ja, die Mädels haben ganz, ganz viele kleine Geschenkverpackungen bzw. Goodies gewerkelt und zwar in der Anzahl der Teilnehmer. Jeder hat diese mitgebracht und die haben wir dann untereinander getauscht, sodass jeder am Ende ganz viele verschiedene kleine Goodies mit nach Hause nehmen konnte. Ich habe euch hier einmal gezeigt, wer welches Goodie gebastelt hat. In diesen kleinen Geschenkverpackungen waren auch schöne, nette Kleinigkeiten drin und das macht immer Spaß. So kann man sich auch persönlich ein bisschen kennenlernen und nimmt eine kleine Erinnerung von allen mit nach Hause. Hier seht ihr Teil 1 unserer kleinen... Ja, hier seht ihr nun Teil 1 unseres Swap-Tausches beim Teamtreffen. Und das erste kleine Goodie
kommt von der lieben Katrin. Und die Katrin hat hier eine Aufstellverpackung gebastelt. Ich muss mal ein bisschen nachhelfen. Und wenn man hier zieht, dann stellt sich hier dieser süße kleine Pinguin auf. Ganz, ganz goldig. Hier drin ist noch Schoki und ein bisschen Tee für die kuschelige Jahreszeit, die jetzt kommt. Ja, eine ganz, 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 ganz süße Aufstellverpackung von unserer lieben Katrin mit dem schönen Pinguin-Set. Vielen Dank, liebe Katrin. Das zweite Goodie kommt von unserer Cornelia. Und die Cornelia hat hier eine Röhrchenverpackung gemacht. Also hier drinnen, ich weiß nicht, ob es die Kamera einfängt, ist ein Röhrchen mit Smarties drin versteckt. Und die Cornelia hat hier eine Dreiecksverpackung gewerkelt mit einem kleinen Sichtfenster, schön herbstlich gestaltet. Hier ein kleiner süßer Igel vorne dran und hier noch ein kleiner Anhänger dran gebastelt. Also ganz, ganz toll gemacht. Eine wunderschöne Verpackung. Hier schön mit Prägefolder verziert, also ganz, ganz süß gemacht. Vielen Dank, liebe Cornelia. Und Cornelia hat mir noch diese süße kleine Karte dazu geschrieben. Ganz süß. Vielen Dank, Cornelia. So, der nächste Swap ist von unserer Vanessa. Und die Vanessa hat ein kleines Halloween-Tütchen hier gewerkelt. Ganz, ganz goldig hier mit dem Kürbis. Und es ist so ein kleines Tütchen. Und mit dem Designpapier aus dem Mini-Katalog. Und wenn man das hier öffnet, da kommen hier kleine Schoki-Überraschungen raus. Ganz, ganz süß gemacht. Ja, und die Vanessa hat da eine kleine goldige Halloween-Tüte gebastelt. Vielen Dank, liebe Vanessa. So, dann kommt die nächste Geschenkverpackung oder das kleine Goodie von unserer Anke. Und die Anke hat eine ganz tolle Verpackung gemacht, die habe ich so auch noch nie gesehen, nämlich hier mit einem Zickzack-Deckel. Also, wir haben hier eine Verpackung, die quasi mit Farbkarton gewerkelt ist und oben und unten mit einem Zickzack-Deckel verziert. Und wenn man das hier abmacht, ganz toll gemacht, gell? Dann ist hier ja ein schöner kleiner Schnaps oder Likör drinnen, süße Idee. Und also der Deckel ist wirklich ganz, ganz witzig. Sehr, sehr schön gemacht, liebe Anke. Super, vielen Dank. So, der nächste Swap, der ist von unserer lieben Ellen. Und die Ellen hat hier so ein doppeltes Täschchen gebastelt. Das ist auch eine ganz süße Idee, habe ich so auch noch gar nicht gesehen. Kleines Mitbringsel steht hier und dann stecken hier in dieser Tasche Schoki drinnen. Ganz, ganz lecker. Also das ist hier so eine doppelte Tasche, gefaltet aus Designpapier. Süße, süße Idee. Ganz toll gemacht. Ich glaube, die Ellen hat gesagt, sie hat ein Video dazu gemacht oder macht ein Video. Schaut mal auf ihrem Kanal vorbei. Ja, ganz süß. So, die nächste Verpackung, die kommt von der Martina. Und die Martina hat hier eine ganz tolle Verpackung gemacht mit Wow-Effekt. Süße Grüße, das ist so ein kleines Erdbeerverpackung. Und wenn man das hier hochzieht, Achtung, zack, dann hat man hier einen ganz besonderen Verschluss. Cool, oder? Ich habe diese Verpackung schon gesehen, ich weiß aber jetzt gar nicht genau, wie sie heißt. Und hier drinnen ist dann ein kleines Marmeladengläschen, auch ganz süß gemacht, mit zum Genießen. Also der Deckel ist echt eine schöne Idee. Wie gesagt, ich habe das schon mal gesehen, habe es aber selber noch nicht gebastelt. Und wenn man das hier wieder so zusammenschiebt, dann hat man hier wieder die Verpackung zu. Schöne Sache. Vielen Dank, liebe Martina. Dann haben wir noch ein Goodie von unserer Patricia. Das ist eines meiner Enkelkinder von der Uschi im Team. Und ist auch eine ganz süße Verpackung hier von Herzen für dich. Hat sie embossed und hier mit dem schönen Designerpapier einfach elegant. Und wenn man hier den Deckel aufzieht, dann ist das auch eine ganz besondere Idee, finde ich.
Und hier drinnen haben wir, oh, schön. Ui, das ist auch Handarbeit, würde ich mal sagen. Ein schöner Anhänger. Ich bastel, also bin ich. Ich bastel, also bin ich. Ah, okay. Schön. Cool gemacht. Ein sehr, sehr schöner Anhänger. Dankeschön, liebe Patricia. Süße Idee. Und wie gesagt, der Verschluss, den drückt man dann hier einfach wieder zusammen. Und dann ist der Deckel wieder zu. Schön. Finde ich echt toll. Vielen Dank, liebe Patricia. Dann kommt ein Goodie von der lieben Karina H. Wie gesagt, wir haben ja drei Karinas im Team mit einem schönen Designpapier. Hier eine Verpackung mit Deckel gemacht, oben und unten. Und hier haben wir ein Shampoo, ein Hyaluron-Shampoo. Vielen Dank, das kann man natürlich immer gebrauchen. Vielen Dank, liebe Karina. Schönes Papier ist das, finde ich. Schönes Muster. Dankeschön. Und das letzte kleine Goodie, der letzte kleine Swap kommt von unserer Kira. Das ist ja auch mal eine spannende Geschichte hier. Ganz toll. Kira macht auch ein Video dazu, das hat sie schon gesagt auf ihrem Kanal. Und ja, diese Verpackung hat hier eben diesen exklusiven gefalteten Verschluss. Und das ist quasi der Deckel. Und hier drinnen versteckt sich ein kleines Tic-Tac. Also süße, süße, schöne Verpackung. Gefällt mir gut. Also diese beiden Mädels machen ein Video. Einmal Ellens Stempelgrüße Haßfort und einmal hier traumhaftes Stempeln bei unserer, ja, Kira. Schau da mal vorbei. Ja, ihr Lieben, das war der erste Teil unseres Swaps. Jetzt genießt noch ein paar Eindrücke vom Teamtreffen. Später kommt der Teil 2 unseres Swaps. Natürlich gab es an unserem Samstag auch ganz, ganz viele Ehrungen. Ich möchte meinen Teammädels natürlich auch immer danken für ihre Leistungen. Und zwar gab es einmal für Teambildung und Teamaufbau einen schönen Blumenstrauß. Ich bin ja nicht nur Stempelmama, sondern auch Stempeloma. Auch da waren von meinen Enkelkindern ein paar mit dabei. Das hat mich sehr gefreut. Und da gab es eine Ehrung dafür. Dann gab es eine Anerkennung für ja, besonderen Umsatz, den meine Mädels geleistet haben. Das machen wir immer quartalsmäßig. Und wenn dann ein Teamtreffen ist, gibt es da kleine Geschenke als Anerkennung dafür. Und dann gab es auch noch eine Ehrung für Titelaufstiege. Es waren im letzten halben Jahr ganz, ganz viele Teammädels, die mit ihrem Titel aufgestiegen sind. Auch dafür gab es eine kleine Anerkennung. Und wer vielleicht die Onstage-Veranstaltungen von Stampin' Up! Kennt, da gibt es immer eine Preispetrol. Auch das haben wir gemacht. Es gab also vier verschiedene kleine Geschenke noch, ja, als Preispetrol den ganzen Tag über verteilt. So hatten die Mädels auch immer wieder eine Überraschung zwischendurch, über die sie sich freuen konnten. Vom Teamtreffen. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong. Im Teil 2 zeige ich euch jetzt die weiteren Goodies des zweiten Teils meiner Teammädels und auch meinen Swap zeige ich euch hier. Also schaut sie euch an. Es gab wieder ganz, ganz viele kleine, schöne Mitbringsel und genießt ein. Nun kommen wir zum Teil 2 unseres Swap-Tausches vom Teamtreffen. Und hier seht ihr ein Goodie, ein Mitbringsel von der lieben Katja. Und die Katja hat hier eine Geschenkverpackung gewerkelt. Ah, ich krieg's gar nicht auf. Ah, hier ist zum Ziehen. Na? Und die Katja hat diese wunderschöne Verpackung hier gewerkelt mit dem Produktpaket Wiesenruhe. Hat hier eine Rahmenbox gewerkelt und schaut euch das mal an.
Die Katja hat hier einen wunderschönen Anhänger gemacht. Finde ich ganz, ganz toll. Sehr, 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 sehr schön. Also auch das tolle Handarbeit und ein Sommerküsschen dazu. Also eine wunderschöne Verpackung hier. Und hier, wie gesagt, mit dem schönen Produktpaket Wiesenruhe und hier mit einem geprägten Hintergrund und auch ein bisschen Glitzer drauf. Also ganz, ganz toll gemacht. Super schöne Verpackung. Danke an die liebe Katja. Ah, ich mache das lieber später. So, der nächste Swap kommt von der Kerstin. Und die Kerstin hat hier eine Ziehverpackung auch gebastelt. Nee, doch nicht. Ich habe mich verschaut. Also hier eine schöne Verpackung, verschlossen mit einem Schleifenband. Nichts geht über Cocktails. Und hier gibt es einen Shake. Super. Dankeschön, liebe Kerstin. Und auch das eine sehr, sehr schöne Verpackung hier. Und das Set finde ich ja eh schön. Kann man immer gut gebrauchen. Ja, danke, liebe Kerstin. So, der nächste Swap kommt von unserer lieben Nicole. Und die Nicole hat hier mit dem schönen Gastgeberinnen-Designerpapier gearbeitet und hat hier einen Bonbon gebastelt, ein kleines Geschenk für dich, hier mit unseren Anhängerstanzen. Und wenn man den Bonbon hier öffnet, dann kommt hier auch eine schöne kleine Überraschung raus. Kann man immer gut gebrauchen. Super, super schön. Vielen Dank, liebe Nicole. Ganz toll gemacht. So, der nächste Swap kommt von unserer lieben Uschi. Und das finde ich auch eine mega schöne, süße Verpackung hier mit dem Ombre Designpapier aus der letzten Celebration. Und ich finde es hier ganz toll mit den kleinen Zweigen aus, also Naturzweigen, ganz, ganz süße Idee. Und hier mit einem kleinen Anhänger. Und wenn man den Umschlag öffnet, mit dem Envelopant-Spot gewerkelt, dann hat die Uschi hier diese kleinen, na, wie heißen sie denn jetzt? Ach, ich komme jetzt wieder nicht drauf. Post-it reingepackt. Kann man immer gut gebrauchen. Vielen Dank, liebe Uschi, für dieses schöne Goodie. Ist schon immer total spannend, diese kleinen Mitbringsel. Vor allen Dingen das Tauschen macht dann auch Spaß. Ja, von der lieben Annette, die leider nicht am Teamtreffen da sein konnte, aber ganz, ganz lieberweise uns diese Swaps trotzdem geschickt hat. Also nochmal vielen Dank vom gesamten Team, liebe Annette. Das war total lieb von dir. Und die Annette hat uns diese kleine Pizzabox mitgeschickt. Schön, dass du da bist und hier mit einem kleinen Schoki drinnen. Also eine ganz, ganz süße, schöne Verpackung. Also nochmal vielen Dank, liebe Annette. Ganz lieb von dir. Der nächste Swap, der kommt von unserer Sabrina. Und die Sabrina hat hier so eine kleine Einsteckverpackung gewerkelt. Hier mit schönem Glitzerpapier, mit unserem Designerpapier einfach elegant. Eine Manschette drum und dann hier Vanille-Zimt, das ist, glaube ich, Kaffee oder Cappuccino oder sowas. Ein Teegetränk, lecker. Steht ja dort Chai Latte. Mensch, Birgit. Ja, vielen Dank, liebe Sabrina. Dann hier ein kleiner Swap von unserer lieben Carina E. Wir haben nämlich drei Carinas im Team, deswegen müssen wir das immer erwähnen. Die liebe Carina hat uns allen einen Glückskeks hier dran gehängt und hat dann hier eine schöne Schleife drum gebunden. Hier steckt Liebe drin, das kann man wirklich so sagen. Eine Kleinigkeit für dich, mit diesen Grüßen möchte ich dir den Tag versüßen. Und da haben wir hier einen kleinen Seelenwärmer drin, auch das eine sehr hübsche Verpackung. Vielen Dank, liebe Carina. Dann haben wir hier ein kleines Mitbringsel von der lieben Jutta. Eine ganz süße, schöne Verpackung. Das war die Mini-Geschenkschachtel aus dem letzten Jahr, aus dem Mini-Katalog. Kann man immer gut gebrauchen. Eine ganz süße Verpackung mit dem schönen Designpapier.
Und ich muss es hier leider aufmachen, sonst kriege ich es nicht raus. Die liebe Jutta hat was reingepackt, was wir auch alle gebrauchen können, nämlich Washi-Tape und auch nochmal kleine Post-its. Also lauter kleine Helfer, die man immer gut gebrauchen kann. Vielen Dank, liebe Jutta. Der vorletzte Swap, der kam von unserer lieben Sonja. Schön, dass es dich in meinem Leben gibt. Ein sehr, sehr schöner Spruch. Und das ist hier eine Verpackung. Jetzt muss ich selber mal gucken, wie die jetzt aufgeht. Sonja, du gibst mir ein Rätsel auf. Wie geht sie denn auf? Na? Jetzt bin ich hier sprachlos. Hier wahrscheinlich, oder? Jawohl. Hier geht sie auf. Nee, gar nicht, oder? Doch. Und dann steckt hier. Ja, sag doch mal. Sonja, das hast du aber wirklich gut verpackt hier. Ich möchte ja nichts kaputt machen, ne? Hier steckt ein Stift drinnen. Jetzt habe ich ihn. Schaut mal, wenn ihr hier so von oben reinguckt, jetzt habe ich schon eingerissen. Oh ja, das repariere ich wieder. Hat die Sonja hier eine Stiftverpackung gewerkelt und einen Kugelschreiber reingepackt. Kann man auch immer sehr, sehr gut gebrauchen. Hier könnt ihr nochmal reinschauen. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Sonja. Und jetzt kommen wir zu meinem Swap. Zum Schluss zeige ich euch den auch. Den habe ich für das gesamte Team gewerkelt. Die Verpackung kennt ihr schon, da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Und ja, wenn man die hier öffnet, ich habe hier mit Bonbon-Rosa gearbeitet und dem schönen Designpapier aus der Celebration. Und ich habe meinen Mädels ein bisschen Schoko reingepackt und einen Stampin' Spot, den man selber auffüllen kann. Kann man auch immer gut gebrauchen. Und ja, handgefertigt von deinem größten Fan. Diesen Spruch habe ich noch aus einem Stempelset, was es mal gab. Und den fand ich ganz, ganz toll. Ja, ihr Lieben, das waren die Swaps von meinem Team. Und ja, weiter geht's mit vielen schönen Eindrücken. Am Abend haben wir noch gemeinsam den Abend ausklingen lassen mit einem schönen gemeinsamen Abendessen und haben da noch ganz, ganz viel Spaß dabei gehabt, haben uns gegenseitig noch kennenlernen können, haben viel über uns erzählt und haben so den Abend schön ausklingen lassen. Ein Teil der Mädels, wie gesagt, hat ja auch übernachtet und am nächsten Morgen bin ich dann noch mal ins Hotel gekommen und wir haben noch gemeinsam ein Frühstück zusammen miteinander genießen können und so haben wir dann unser Teamtreffen ausklingen lassen. Das ist dann immer so ein trauriger Moment, wenn man sich wieder verabschieden muss. Aber das nächste Teamtreffen ist schon geplant. Es wird im April nächsten Jahres stattfinden und ich hoffe, wir können uns wieder vor Ort treffen. Ich möchte auch noch mal ein großes, großes Dankeschön an meine Teammädels aussprechen. Sie haben auch mir eine Überraschung mitgebracht. Das zeige ich euch jetzt hier im Anschluss. Ein wunderschönes großes Bild mit einem Teamstammbaum, wo meine Teammädels drauf sind. Und sie haben mir eine wunderschöne Gutscheinkarte gebastelt und tolle Gutscheine reingepackt. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ich war völlig überwältigt und da bin ich dann immer nah am Wasser gebaut. Da bin ich immer total überwältigt. Also nochmal vielen, vielen Dank, Mädels, für diese Anerkennung und ja, es war ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich schon auf das nächste Teamtreffen und ja, an alle Zuschauer hier vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, bleibt alle gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Birgit. Yeah, what's up, everybody? You feel this beat right here? Here we go. Hey, we about to stamp this out. So if you feel me, come on, come on. I jumped in my car with my bag of stamps, my punches and my apron on. Driving to a house where my girlfriend's with to see my new catalog. Yeah, you know I love it. Here I am.